So, meine Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Haul. Ich bin auf Mallorca. Ich bin nicht zu Hause, wie man sehen kann. Ich habe meine ganzen, ja, die ganzen Sachen, die ich geshoppt habe, hier mit hingebracht. War etwas umständlich, um ehrlich zu sein, aber ich habe es anders leider nicht hinbekommen. Und ja, ich hoffe, dass euch die Sachen gefallen werden. Mir gefallen sie auf jeden Fall. Ich hatte erst ein Paket bestellt, da haben mir aber tatsächlich nur zwei Teile draus gefallen, deswegen war ich ein bisschen mad. Und war so, okay, nee, das kann nicht die Basis für einen schönen Haul sein. Und dann bin ich gestern Abend, bevor wir geflogen sind, nochmal in die Stadt gestratzt und habe bei Zara ein paar Sachen anprobiert. Ja, ich hoffe, dass ihr die auch sehr schön findet und dass ihr maybe ein bisschen inspired seid. Genau. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So Leute, das ist mein erstes Outfit. Ich habe jetzt nur noch eine Jacke, die werdet ihr gleich sehen. Aber erstmal zu diesem Pulli. Der ist super, super, super kuschelig. Leute, an alle, die irgendwie Probleme mit so kratzigen Sachen haben, weil die irgendwie voll schnell kratzen, ist bei mir der Fall. Dieser Pulli ist super. Also wirklich, der ist richtig, richtig schön kuschelig. Und der ist auch so ein bisschen, obwohl ich habe ihn jetzt reingepackt, jetzt so würde der normal sitzen. Also der ist so ein bisschen cropped, ganz leicht, aber ich würde ihn einfach reinstecken, das sieht ein bisschen schöner aus. So. Und dann kommen wir zu dieser schönen Hose hier. Das ist so eine dunkle Lederhose, also Fake-Lederhose, ganz, ganz sicher. Aber ich finde die so schön. Ist auch super bequem. Ich habe in allen, glaube ich, Größe S genommen. Außer in einer Sache, da habe ich Größe M. Also ich hatte die aber auch schon an. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass sie gemütlich ist. Also, wenn ihr eine schöne Lederhose sucht, die ist so ein bisschen besonderer, finde ich. Weil die hat so ein, in sich auch nochmal so ein kleines Muster. Ich weiß nicht, ob wir das... Ich weiß nicht, ob man das gerade sehen kann. Aber die ist so hier immer so ein bisschen heller. So Leute, das ist, glaube ich, das schönste Piece. Ich glaube, dass einige von euch die bestimmt schon kennen aus, keine Ahnung, von der Straße oder aus Social Media oder keine Ahnung was. Aber das ist diese richtig schöne braune Zara-Jacke. Das ist ein, ja, Fake-Lamm-mäßig. Also ich denke mal nicht, dass das echt Leder ist. Sie bin ich ziemlich sicher. Aber die ist so schön. Ich habe die in Größe S, glaube ich, bestellt und die ist trotzdem sehr oversized. Also guck mal, man kann hier echt richtig in meine Ärmel noch gucken. Also man kann einen großen Pulli anziehen und es ist kein Problem. Lieben wir. So, und ich würde sagen, wir nehmen das nächste Outfit. Also ich habe jetzt einmal ganz kurz das Oberteil getauscht. Das ist auch unnormal flauschig, Leute. Das fühlt sich so schön an. Es ist mal was anderes. Ich habe das Gefühl, ich sehe jetzt so ein bisschen russisch aus. Keine Ahnung. Warte, wie finden wir das? Also vom Ding her ist das ein richtig schöner Stoff. Und das ist, glaube ich, ein Stoff, der nicht ausleiert. Also das ist so schön eng, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kann das jetzt 10 Minuten tragen, dann ist es nur nochmal größer. Finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Sag mal bitte, ob ich das behalten soll oder nicht. Ich glaube, das ist das einzige Teil, wo ich auch wirklich noch das Preisschild dran habe, weil ich mir nicht sicher bin. Ja, keine Ahnung. Und es ist voll schwierig, das zu kombinieren mit einer Jacke, weil wenn da so zwei Kragen sind, das sieht irgendwie ganz komisch aus. So Leute, wer mich kennt, weiß, dass ich lange Kleider mag. Also nee, nicht lange Kleider, aber so etwas dickere Kleider mit hohen Stiefeln. Und ich habe eins gefunden, was ich wieder sehr, sehr schön finde. Ich habe ja noch so einen Gürtel, den vielleicht packe ich den nicht um. Ich habe hier auch so Stiefel an. Ja Leute, wie findet ihr das? Also der Stoff. Ja, ihr könnt hier den Stoff nicht fühlen. Voll hochwertig. Das ist voll so ein schöner Stoff. Ja, das hat hier so ein bisschen gerafft. Den habe ich schon ultra lang mit so einem kleinen Paillettengürtel. Keine Ahnung, das ist so ein Gummiding. Ja, also ich finde es mega schön. Also ich bin richtig glücklich, dass ich dieses Kleid habe. Ich kann auch super gut so zu Stiefeln tragen. Zum Beispiel diese typischen Zara-Stiefel, die jeder hat und die wunderschön sind. Ja, also ich bin very happy. So Leute, das ist das nächste Outfit und dieser Rock ist so wunderschön. Sie gibt es auch in schwarz, soweit ich weiß, aber diese Farbe war echt anders. Also ich hoffe, ihr seht das hier so richtig. Aber ich finde es richtig schön. Und wenn man dazu einfach so helle, hohe Schuhe anzieht oder Sneaker, dann finde ich, kann man das auch mit so einem Pulli kombinieren irgendwie. So Leute, ich habe jetzt noch eine ganz coole Hose. Und zwar ist das so ein bisschen so eine Cargo-Hose.
Ich muss sagen, dass die sehr, sehr gut eigentlich sind. Also, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die ist so ein bisschen locker hinten, aber jetzt nicht zu sehr. Und sie ist vor allen Dingen, die ist voll bequem. Geht hier an den Seiten. Hier, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich hoffe. Oh, da ist sogar ein Druckknopf, Leute. Hier könnt ihr auch euer Handy reinpacken, wenn ihr wollt. Nein, Quatsch. Aber hier sind auf jeden Fall so eine Taschen. Die sind nicht mehr angedeutet. Das sind wirklich Taschen. Ja. Finde ich sehr cute und an mit so einem weißen Pulli wie diesen hier und, keine Ahnung, noch einem hellen Mantel oder boah, eine helle Lederjacke würde richtig nice hier so aussehen. Ich habe leider keine an der Stelle. Ich weiß nicht, ich habe mir noch gar nicht den Pro angeguckt, der draußen, aber ich denke mal, dass der okay ist. Also die Hose wird auf jeden Fall sehr häufig getragen werden, das spüre ich jetzt schon. So Leute, das ist das letzte schöne Teil und ich finde es so, so schön. Also ich komme erstmal näher ran. Das ist ein Kleid, also hier unter ist so ein Kleid. Man kann das hier hoch machen. Das ist so ein einfaches Satinkleid. Das kann man auch hinten so schön sehen, das ist tief ausgeschnitten. Und dann kommt hier drüber so ein Glitzerstoff, so ein Netzglitzerstoff, keine Ahnung. Und ich finde das so, 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 so schön. Also könnt ihr gar nicht glauben. Ich weiß gar nicht, wo hier Sonne ist. Hier, es glitzert so, so schön. Also ich glaube, das wird auch mein Silvesterkleid oder so. Also ja, ich finde es sehr schön. Und was, glaube ich, richtig cool ist, ihr könnt das hier hinten verstellen. Also das Kleid ist dann so ein bisschen größenverstellbar, weil das ist jetzt hier auch schon ein bisschen großer Ausschnitt. Man kann das höher machen und dann alles easy. Ja. So Leute, und das war es auch schon zu meinem Video. Ich hoffe, dass euch der kleine Haul gefallen hat. Hier fängt jetzt gerade, glaube ich, jemand an, Rasen zu mähen. Perfekt. Ich hoffe, dass die Hintergrundgeräusche nicht zu groß sind. Aber auf jeden Fall, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Haul dabei seid. Und ja, ich werde alle Links in die Videobeschreibung packen. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video.
We just tryna have a good time.